Servus Leute, willkommen zurück zum FM 1516 mit euren Grauen, den Eisern Unionern aus Berlin. Was geht ab, Freunde? Diesmal nicht Alter. Okay, das nächste Spiel steht an gegen Borussia Dortmund. Letzten Spiel gab es eine knappe 1-0 Niederlage gegen Leverkusen, wobei wir eigentlich ganz gut dabei waren. Ich bin zufrieden weiterhin. So, also der Flixer, der Gamer, der hat sich hier, Flix der Gamer, hat sich gewünscht, dass ich doch mal Mannschaftsstatistiken zeige aus der Regionalliga. Guck mal erstmal die Bundesliga, guck dir das an. Die Mannschaftsstärke meine ich. 775 ist unsere beste Elf. Wenn wir da mal schauen hier. Naja, okay. Dann die Regionalliga Nord, da. 670 hat unsere zweite Mannschaft. Ne? Also kann gut mithalten. Wir auch mal schauen hier. In die zweite Mannschaft, wie weit die stehen hier in den Ergebnissen. Sechster Platz kann sich ja eigentlich sehen lassen. Die A-Jugend ist auf 6. Und die B-Jugend ist auf 1. Die haben alle Spiele gewonnen. Wobei ich auch sagen muss, dass die A- und B-Jugend fast gleich stark ist, ne? Hier. Ja, jetzt schwächeln sie hier ein bisschen. Weil auch drei Jungs... Oh, Knochenhaut beschweren. Felix Leiser hat einen Wadenbeinbruch. Sorry. Und Adduktorenzerrung bei Flo. Dann wechseln wir mal hier so ein bisschen rum. Felix Hack. Das ist kein Abonnent, ne? 41 mit 17. Oder wie Hannes Schicker, den könnte ich eigentlich nochmal verteilen, oder? Komm, hol mal das Buch hier rüber. Komm. Wo ist die Liste hier? So. Mal aufklappen hier. So, der nächste Spieler ist, Moment, immer wegmachen hier. Brumm, brumm, Trommelwirbel. Brrr, dum, dum. Der nächste Spieler ist Noel Kramer. Willkommen bei uns, bei den Eisern, mein Freund. Wir schreiben auch öfter bei Facebook. Ich glaube, du warst das. Nicht, dass ich deinen Namen vergiss. Alles klar. Wie gesagt, willkommen bei uns. Spielerbild folgt. Oder du hast eins. Ich muss auch noch Spieler Bilder erstellen, die mir zugeschickt wurden. Zum Beispiel vom Massimo Basso. Übrigens habe ich dir auch den Spitznamen KMC weggenommen. Weil du den ja nicht wolltest. Aber reden wir nicht lang drum rum. Wir müssen jetzt erstmal schauen. Klich ist leider nicht dabei. Ich weiß auch nicht, warum die mitten in der Woche, was heißt mitten in der Woche, am Wochenende hier ein Spiel ansetzen für Polen, wo er leider nicht dabei ist. Naja, da machst du nichts draus. Was willst du machen? Textmodus gegen Borussia Dortmund. Wir haben ein Heimspiel. Dann wollen wir doch mal sehen, was geht, oder? Und nach vorn. Vierter Spieltag, Freunde. Erste Chance direkt für die Dortmunder. Eine riesen Chance, Freunde. Gewühl im Strafraum. Und die Abwehr der Gastgeber kann gerade noch einen Gegentreffer verhindern. Ah. Unangenehmer Gegner. Wir spielen hier mit Abseitsfalle. Und konzentrieren uns wieder hart. Ja, Freunde. Mal gucken, was wir hier heute reißen können. Sven Bender spielt nach rechts zu Durm, der aufs 90 Metern einfach mal abzieht. Aber verfehlt das Tor aber deutlich, Mann. Ich glaube, Durm war mal Stürmer, kann das sein? Genauso wie Piszczek. Sven Bender kann Schnellbacher nur unfair bremsen. Okay, Freistoß für uns. Kann Kreilach den machen, wenn Kreilach den schießt? Kreilach versucht es aus 18 Metern, schießt aber über das Tor. Ja, egal, kleines Lebenszeichen. Sehr schön. Für 10 Sekunden sind jetzt zwei Bälle im Spiel. Und nein, es ist nicht die freundliche Reporterin. Er war dumm, aber egal. Ich musste mal wieder was bringen. Ja. Borussia Dortmund, 32. Minute. Was geht ab? Schöner Steilpass von Ante Čorić. Ja, aber der trifft den Ball nicht richtig. Und deswegen vollkommen harmlose Chance. Aber die machen Druck, die Dortmunder. Die Schwarz-Gelben. Riesenchance jetzt. Aubameyang geht am Strafraum zu Boden. Das war knapp vor der Linie. Er rappelt sich wieder auf. Und er fällt wieder leicht. Diesmal auf der Linie. Dann reklamiert er. Aber der Schiedsrichter lässt weiterspielen. Ein Glück für uns. Mast wird von Mkhitaryan ganz eindeutig gehalten. Gelb gibt's da. Alles klar. Moment.
Ist es so ein richtiges Gewühle oder Gewuhle oder Gewusel, wie man sagt? Jetzt sind wir mal am Start. Schnellbacher mit einem Schuss aus 10 Metern. Aber Ron-Robert Zieler ist auf dem Posten. Wo ist denn Birki? Weidenfeller. Was ist das denn? Guckt euch mal die Bank an. 3 Spieler auf der Bank. Hä? Was ist denn das für ein Fehler? Riesenchance. Halfer zieht von der Grundlinie in den Strafraum. Dann passt er auf Schnellbacher. Der schiebt ein! Ah! La Fiesta! Yeah, baby! Yeah, yeah, yeah! Hola, bella Fiesta! Halbzeit 5. Alter, was ist das denn bitte? 1:0. In der... Nee, das kann nicht sein. Ja, so haben wir uns das vorgestellt, sag ich einfach mal, ja. Ich bin jetzt mal so kackendreist. Möchte dann auch schnell weitermachen. 3 Abwehrspieler. Ja, da sind die ja gezwungen, wenn sich irgendeiner verletzt, einen Stürmer in der Abwehr zu packen oder einen Torwart, ne? Krass. Čorić sucht Aubameyang, trifft den Ball nicht richtig. Vom unkontrolliert kommt er wieder zu ihm. Er kann den stoppen und scheitert. Jawohl, Amsi, Fußballgott. Schön, schön. Konzentrieren und aufwärmen. Oh, heftig, Jungs, heftig. Und wieder Dortmund. Vor dem Strafraum leitet Čorić stark auf Mkhitaryan. Der ist durch. Bleibt mit seiner flachen Hereingabe, aber jedoch am Mast hängen. Am Mast. Er ist am Mast hängen geblieben. Aber die machen weiter. Eckball jetzt. Mkhitaryan. Diese Ecke ist kein Problem für Amsif. Er kommt heraus und schnappt sich das Leder. Immerhin. Ausverkauftes Stadion. Das ist super. Da merkt man mal wieder, was geht. Dass die Fans von Union Berlin einfach heiß sind. Blitzschneller Konter von Union Berlin. Gescheiter Pass auf. Von Schnellbach auf Mast. Er ist allein vom Tor. Und trifft aus 12 Metern. Ron-Robert Zieler war chancenlos. Yes! Na komm, bringen wir mal den Schönfeld für Skripski. Schön, ein Tor vom Mast, ey. Das ist auch der Hammer. Krass. Sehr schön, das freut mich richtig. Adrian Ramos jetzt für Mkhitaryan. Dortmund kann auch überhaupt nicht wechseln. Das liegt daran, dass die Jungs auch wohl alle, guckt ihr euch das mal an, die meisten alle wahrscheinlich zur Nationalelf sind. Also, das ist ja total verbackte Kacke ist das. Sorry Jungs, aber was soll ich dazu sagen? Hier noch ein Korte rein für Ceulanu. Tausche mal Schönfeld mit Mast. Geht jetzt gerade nicht. Schönfeld setzt sich gegen Schmelzer durch. Spielt auf Mast. Doch Ron-Robert Zieler hat aufgepasst. Alles klar. Eben Pause drücken hier. Nee, das war ein Fehler. Komm, eben Pause drücken. Das war falsch. So wollen wir das haben. Und so. Und dann wechseln wir. Nee, warte mal. Warte mal. Quering. Und dann so. So wollte ich das. Jetzt geht's weiter. Torschütze Mast lässt sich jetzt erstmal feiern. Richtig krass. Das hätte ich echt nicht gedacht. Guckt euch das an auf 6. Wie haben wir das geschafft? Unfassbar einfach. Unfassbar. Das ist überhaupt nicht normal. Duziak wird links steil geschickt, will an Kagawa vorbeigehen und bleibt hängen. Aber er holt sich den Ball wieder. Spielt flach in die Mitte. Wo Schnellbacher zum Schuss kommt. Zieler taucht in die Ecke und kann den Ball gerade noch so um den Pfosten drehen. Schön, schön. Hammer, ey. Duziak jetzt mit der Ecke von rechts. Aber die Ecke ist kein Problem für Zieler. Komm, gib mal die letzten 3, 4, 5, 6 Minuten noch drauf. 1 Minute Nachspielzeit und dann feiern wir den 2. Sieg der Saison. Ja. Ein Witz, Aubameyang hebt deutlich vom Zweikampf ab und wurde überhaupt nicht berührt. Ja, okay. 90. Chance jetzt. Aubameyang. Mohamed Amsif hat aber den Ball. Freistoßflanke ist zu schwach. Und der Sieg ist perfekt. Alter Schwede. Das ist eigentlich total, wenn man so überlegt. Viele sagen, es wäre jetzt unrealistisch.
Aber wir haben schon Aufsteiger gesehen, zum Beispiel Hoffenheim, die auch schon Tabellenführer waren. Wir haben Kaiserslautern gesehen, die am Ende der Saison Meister geworden sind. Das kennt man alles. Aber was hier passiert in Berlin, das ist unfassbar. Das ist einfach unfassbar. Weiter geht's. Unfassbar. Schnellbacher und Mast. Entscheidendes Spiel. Und Schönfeld lässt sich mit einer 1,0 sehen. Das freut mich auch sehr. Aber das hier ist verbackte Kacke. Wegen Freundschaft, Nationalmannschaftsspielen, denke ich mal. Da stimmt was nicht. So. Ergebnisse. Wir sind... Guckt euch mal die Tabelle an. Da sieht man es doch schon. Ich denke mal, Bayern hat auch mit einer B11 gespielt, oder? Da, guckt mal hier. Guckt ihr euch das mal bitte an. Was ist denn das? Das ist doch nicht normal. Ja gut, hier geht's dann wieder. Haben wir das noch irgendwo? Hier haben wir es nochmal bei Hoffenheim. Und hier auch nochmal bei Schalke ein bisschen. Ja, das ist einfach unfassbar. Das tut mir leid, Jungs, dass das so gelaufen ist. Echt. Aber da kann ich leider nichts ändern. Kommen wir mal zu den Stimmen. Nach diesem Sieg gebe ich meiner Mannschaft frei. Bis morgen früh um 8. André Schubert von Gladbach. Wenn du hinten zu 0 spielst, hast du immer einen Punkt mindestens sicher, sagt Benjamin Kessel. Wenn ich die Pressekonferenz hier verlassen habe, denke ich nicht mehr an das Spiel, sagt Thomas Tuchel. Der hat auch keinen Bock mehr, hat er gesagt. Spieltagsstatistik. Ja, keiner von uns dabei leider, aber was willst du machen? Super, weiter geht's. Er ist heftig, also muss schon sagen. Oh, nächstes Spiel ist in Hoffenheim, in Sinsheim. Schön. Schön, schön. Was sagt unser Nico Pütt? Ja, auf 19 geht's wieder, sehr schön. Das hätte ich echt nicht gedacht. Erstes Ligator von Dennis Maas, sehr schön. Und die Reserve hat 1-0 gewonnen. Durch ein Tor von Christopher Lenz. Ja, sehr schön. Wunderbar, ey. Im Moment läuft's. Es läuft, Jungs. Am 17. ist das nächste Spiel. Machen wir weiter. Ja, das ist einfach unfassbar, unfassbar geil. Hätte ich echt nicht dran gedacht. Ihr mit Sicherheit auch nicht. Da steigst du auf in die erste Liga und schlägst direkt Mannschaften wie Stuttgart und Dortmund. Spielst ein 1-1 oder 0-0 gegen Bremen. Weiß nicht mehr, 1-1, glaube ich. Und verlierst dann knapp gegen Leverkusen. Und 72 Minuten hat er gespielt, Note 4. Gegen Deutschland auch noch. Okay, 6-0 haben sie verloren. Gary Sinkiewicz, 15 Jahre, 48. Ja klar, nehmen wir den mit. Ist wieder einer für euch, Jungs. Scouting abgeschlossen. Internationale Nominierung, schon wieder. Oder? 12. Ja, sieht wieder so aus. Könnte wieder passieren. Die B-Jugend hat gespielt. 2 Tore von Adrian Will und 1 von Elias Zimmer. Ja, wo ist das? 4. Da. Ein Eigentor anscheinend. Okay. Er wird aber nicht aufgeführt. Gut. Machen wir nochmal hier und dann Jugendmannschaft. Mirko Keller ist verletzt. Flo ist wieder da. Kann der Gaul auf die Bank? Da brechen wir mal ab für einen Tag, damit der Jugendspieler kommt. Damit ich den nächsten eintragen kann. Mein Gott, hier geht's ja richtig ab. Wo ist der Zettel wieder? Ich, Blödmann, hab den schon wieder weggepackt. Weil ich den Zettel nicht finde. Doch, hier ist er. Meine Fresse, du. So. Scouting abgeschlossen vom Fitnessparcours. Ich wollte jetzt mal ans Trainingszentrum gerne ran. Trainingszentrum. Jawohl, das geht jetzt für 600.000 immer mit. Kreilach fällt aus, Pferdekuss. Wo hast du den jetzt auf einmal her? Golf spielen. Okay, Jugendmannschaft. Da ist er, Gary Sinkiewicz. 48. Neue Kramer packen wir dann hier so lange hin. So. Hört sich auch irgendwie nach so einem Englischen an. Englisch, Deutsch. So. Der nächste im Bunde. Erstmal hier abhaken, nochmal den Noel Kramer. Der nächste im Bunde ist... Torben Marzian. Torben Marzian. Auch
dir wünsche ich ein herzliches Willkommen bei uns. Torben, du bist jetzt Stürmer der B-Jugend. Freut mich. Mal weiter hier. Muss ich mir die Jungs mal aufschreiben, alle denen noch ein Bild fehlt. Marzian. Und Kramer. Das werde ich dann gleich machen, nach der Aufnahme noch. Ja, der fünfte Spieler steht an. Wir spielen gegen Hoffenheim, auswärts. Danach das Programm Augsburg, Hamburg und Mainz. Lässt sich eigentlich gut spielen, denke ich mal. Wir können da, denke ich mal, was heißt, denke ich mal, mithalten. Irgendwie geht's ja, ne? Das ist komisch. Scouting abgeschlossen von Keller. Dann Kreilach ist wieder da. Ramsey Hartmann hat Trainingsziel erreicht. Ja, sauber, Futti. Dann Mirko Hansen auch. Mirko, du kannst ruhig mal wieder zugucken hier. Denn du hast einen Jugendspieler, mein Freund. Mats Klaasen auch. Also hier, hier wird trainiert. Wie Sau. Basso auch. Und Becker, der vor kurzem in der zweiten Mannschaft gespielt hat. Höchster Formgewinn von Bricklauer. Zajulano stärker und Amsif auch. Können wir bestimmt auch mal wieder mit den Jungs reden. Gucken, mit wem wir noch nicht geredet haben. Hier großes Lob von Patrick Schönfeld. Zajulano. Duziak, du hast auch gut trainiert. Halfa, deine Mannschaftsführung ist klasse. Schönheim, du hast gut trainiert. Wirklich auch. Amsif, der ist auch großes Lob an dich. Der ist super, der Keeper einfach. Da kann man nichts sagen, Moment. So, dann haben wir das. Nächstes Spiel steht dann an gegen Hoffenheim, Freunde. Das wird richtig geil, denken wir. Was mit Maxi Thiel? Ein Tor in 6 Spielen. Gucken wir nochmal dran, ob das richtig und alles stimmt. Ja, gegen Frankfurt hat er getroffen, eine Vorlage. In der 3,4 ist er im Moment dabei. Wo steht Wiesbaden im Moment? Auf Platz 5. 3 Siege hintereinander und eine Niederlage. Eigentlich dürfte er gar nicht motzen. Obwohl, ja, er ist ja jetzt nicht mehr in der ersten Liga, oder? Na gut. Mich interessiert noch was. Ich werde sowieso vielleicht mal eine Sonderserie hier, also was machen, eine Folge, wo ich einfach mal Statistiken durchgehe. Da hätte ich auch mal Bock drauf. Weil ich wollte noch mal gucken hier nach frühere Spieler. Warte mal. Ich sehe das wahrscheinlich wieder nicht. Weil ich so eine Art Blindenhund bin manchmal. Da frühere Spieler. Bundesliga. Hoffenheim, sag ich. Hier, fangen wir doch mal an mit Sören Brandy. Er hat schon 24 Spiele jetzt gemacht. Mit einer 70 dabei. Hat am Marktwert verloren, aber das Gehalt spricht Bände, ne? Dann Busk Jensen, der ist jetzt bei Greentown, hat schon 3 Spiele gemacht. Hat auch sehr viel verloren an Stärke. Dennis Daube spielt immer noch bei Preston. Fürstner, 5 Spiele gemacht, 1 Tor bei Nürnberg. Den kenne ich nicht. Daniel Haas, 36 Spiele, super dabei mit einer 70. Kenne ich nicht, den auch nicht. Viele kenne ich auch gar nicht. Hier, Corbinia Müller, 3 Spiele bei Beijing. Ne, B hier haben wir nie spielen lassen. Hier, Nikchi, der spielte noch nicht einmal für Savet. Parensen, 25 Spiele, Stärke 66. Im Moment hat er ein Tief, aber das legt sie bestimmt wieder. Pogat hat auch 3 Spiele gemacht bisher. Colin Kwaner, 8 Spiele, 2 Tore. Ja, und das war's dann. Ja, das wollte ich euch am Ende nochmal zeigen. Und wir sehen uns dann gleich wieder in Hoffenheim, in Sinsheim. Lasst mir ein Abo da, Freunde, wenn ihr es noch nicht getan habt. Wenn ihr möchtet, natürlich. Ein Kommentar und einen Daumen. Ich freue mich darüber. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis gleich. Ciao.